What's up guys, Julius K hier und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und in dem heutigen Video gibt es schon mal die erste Ausgabe der großen Reihe von der Filmproduktion. Und ich hoffe, dass mittlerweile der Bildlook deutlich besser geworden ist, beziehungsweise ich habe jetzt Autofokus, denn der liebe Marian ist so nett und hat mir sein Objektiv auf lange Sicht hin überlassen und somit habt ihr auch wieder jetzt einen integrierten Bildstabilisator. Somit sollten auch die Vlogging-Aufnahmen, also die Vlog-Aufnahmen, nicht mehr ganz so ruckelig sein und verwackelt. Das ist ein großer Vorteil des Ganzen. Und es ist halt bis 135, das heißt, man hat noch weiter, also kann noch mehr zoomen sozusagen. Aber jetzt zurück zum Video. Also, wie das Ganze angefangen hat, zuerst hatten wir halt diese Idee. Und woher die Idee kam, das war so, wir haben halt, irgendwann haben wir uns halt mal da reingesetzt in zu diesem sogenannten Tresenabend. Und dort haben wir uns einfach hingesetzt, bisschen was getrunken, bisschen was gegessen und halt ein bisschen rumgechillt, Marian und ich so. Und das Ding war, dann kam sie irgendwann zu uns und sagte, ja, irgendwas, also sie hat sich halt so ein bisschen über die Boxen aufgeregt, da waren so Bluetooth-Boxen bzw. WLAN-Boxen. Und dann haben wir zum Schluss gesagt, ach komm, lass uns doch mal schauen, ob wir das nicht mal eben gefixt kriegen. Und das Ding war aber, dass es dann doch nicht so einfach war, das Ganze zu fixen. Von daher haben wir dann, mussten wir das auch sozusagen nächstes Mal verschieben. Aber dann sind wir irgendwie dazu gekommen, dass wir uns den Flyer angeschaut haben und dazu dann gesagt haben, ja, das ist cool. Und dann habe ich halt nur gesagt, dass ich mehr so der Videotyp bin. Das heißt, ich mache viel mehr mit Kameras, Filmen und sonstiges. Und dann sagte sie zu uns, ja, pass auf, hättet ihr nicht Bock mal einen Imagefilm, sowas in der Art zu produzieren. Da haben wir gesagt, klar, können wir gerne machen. Und somit ist das Ganze dann so wirklich auch aus der Idee in die Realität übergegangen. Dann habe ich mich zusammen mit ihm zusammengesetzt und dann haben wir mal alle Ideen runtergeschrieben. Ich kann euch das hier zeigen. Wir haben halt, ich habe so ein Skript gebracht mit allen Sachen, was für Schauspieler wir brauchen, was wir für Szenen brauchen. Hier sind zum Beispiel die ganzen Shot-Ideen, die ich mal mit eingebracht habe, wie viele Drehtage wir brauchen, wer alles mit in der Crew mit bei ist. Dann, was noch wir an Equipment brauchen, was wir eventuell leihen müssen oder was wir halt auch schon haben. Und noch so sonstige Sachen wie zum Beispiel, welches Grading wir haben wollen, wie die Farben aussehen sollen und. Das habe ich alles mal aufgeschrieben. Dann haben Marian und ich uns nochmal getroffen, um das Ganze wirklich genauer zu besprechen. Das heißt, wir haben uns getroffen und haben dann gesagt, ja okay, was hast du noch für Ideen, was hat er noch einzubringen, was wir noch brauchen, was wir noch leihen müssen und. Und dann haben wir gesagt, okay, wir möchten auf jeden Fall einen Gimbal haben. So, das war so die Idee, weil ich mit der Steadicam nicht wirklich so gut umgehen kann und da auch nicht so wirklich Lust drauf habe, weil meine ist eigentlich zu schlecht und zu klein für sowas, für eine A6500. Und für sowas ist auch ein Autofokus wichtig, also war uns klar, wir brauchen wenn dann ein Gimbal und Objektive von Sony. Das heißt, das liegt daran, dass Sony-Objektive einfach mit Sony-Kameras am besten arbeiten und die A6000-Serie, also generell die 6000, die 6300, die 6500 und 6400, sind halt für den wahnsinnig guten Autofokus bekannt. Und somit haben wir gesagt, okay, wir werden dann auf dem Gimbal auch mit dem Autofokus arbeiten können. Das heißt, wir mussten uns klar machen, dass wir auf jeden Fall Objektive von Sony oder beziehungsweise Zeiss brauchen und nicht adaptieren können, um das bestmöglichste, also den bestmöglichsten Autofokus gewährleisten zu können, weil auf einem Gimbal bräuchte man ansonsten einen Fokuspuller, das heißt einen drahtlosen Fokus und einen, der das macht, und da wir beide davon keine Ahnung haben, dass beide nichts machen können und das Ganze auch nur wieder mehr Geld kosten würde, haben wir gesagt, lassen wir das einfach direkt weg. Als uns dann klar war, dass wir einen Gimbal gerne haben möchten, haben wir gesagt, um das überhaupt in Betracht zu ziehen, werden wir das testen. Letzte Woche kam ja schon das Video, wo wir das Ganze getestet haben mal. Und es hat mega Spaß gemacht, es ging aber auch wahnsinnig auf den Rücken und auf die Oberarme. Also ich hatte die Tage danach erstmal ordentlich Muskelkater, aber das ist ganz normal. Und da haben wir das Ganze einfach getestet, um festzustellen, ob das das Richtige ist für die Produktion oder ob das gar nicht so funktioniert, wie wir es gerne haben möchten. Und wir haben festgestellt, es macht super viel Spaß damit zu arbeiten und man kann gute Aufnahmen erreichen, ohne dort sehr viel Vorerfahrung zu haben. Und deswegen wollten wir das einfach vorher abklären. Wir haben verschiedene Objektive getestet, unter anderem das 12-24mm f4 und das 50mm f1.8, wenn ich mich richtig dran erinnere. Und halt mein Standardobjektiv, was ich da eigentlich immer drauf habe, das 17-55, beziehungsweise 17-50 so.
Und da haben wir festgestellt, es ist das Richtige für die Produktion und den werden wir auch für die Produktion leihen. Danach haben wir uns ja, wie ihr schon im Blog gesehen habt, noch mit der Chefin getroffen und hatten das Meeting. Da haben wir nochmal die Feinheiten besprochen, was letztendlich unter anderem der Pauschalpreis haben wir da festgemacht, wie die Farben sein sollen, wie letztendlich das Grading quasi aussehen soll. Das heißt, ob wir eher warme Töne haben möchten, ob wir eher ein cleanes Weiß haben möchten, ob das weiß ist, was für zusätzliche Events wir da noch mit drin haben wollen und. Also alles Wichtige, was quasi in den Film mit einintegriert werden soll. Ein bisschen musiktechnisch haben wir das gemacht und da haben wir uns halt noch für so 2,5 Stunden hingesetzt und das Ganze mal abgeklärt. Im Anschluss daran, was ihr nicht mehr im Vlog gesehen habt, haben wir noch Testaufnahmen gemacht von der ganzen Location, also während des normalen Betriebs. Das war zwar ein bisschen schwierig und der eine oder andere hat auch etwas komisch geguckt, als wir da mit einer Kamera rumgelaufen sind. Aber wir haben ja nur für uns sozusagen geschaut, wie das Ganze aussehen könnte und welchen Look wir somit damit erreichen würden, um uns das einfach ein bisschen besser vorstellen zu können. Die waren nicht wirklich gut, die Aufnahmen. Wir haben einfach nur geschaut, was man machen könnte und ob wir die Ideen, die wir hatten, quasi verwirklichen kann. Also ob das Ganze in die Realität umsetzbar ist und nicht wir uns irgendeine Scheiße ausgedacht haben und das letztendlich überhaupt nicht funktioniert oder irgendwie schrömmelig aussieht. Von daher haben wir dann noch ein paar Testaufnahmen gemacht, um das Ganze wirklich sicher zu gehen. Danach haben wir uns rangesetzt und mal geschaut, was so die bestimmten Sachen im Internet kosten zum Leihen, weil kaufen ist auf jeden Fall keine Option, da die Sachen einfach viel zu teuer sind, denn zum Beispiel so ein Ronin kostet mal eben 800 Euro oder das 12 bis 24 kostet mal eben so 1700 Euro und da wir das nicht einfach mal eben auf dem Konto liegen haben, sondern es bei uns etwas weniger ist als das, haben wir überlegt, das Ganze müssen wir irgendwo leihen. Und da wir auch keine Leute im Freundeskreis haben, die sowas einfach mal besitzen, müssen wir darauf, auf diese Option halt umsteigen und da haben wir halt verschiedene Anbieter mal durchgeschaut, geguckt, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis mit am besten ist, wo es welche Objektive gibt. Das Problem dabei war, dass wir alle Objektive gefunden haben, bis auf das 12 bis 24G. Und da wäre jetzt die Frage, ob zufällig einer von euch oder ein Bekannter von euch, ein Kumpel von euch, ein Arbeitskollege von euch dieses Objektiv besitzt. Das ist das 12 bis 24G Objektiv mit einer Blende von F4. Welches wir gerne haben möchten. Wenn einer von euch das besitzt, dann wäre es super geil, wenn ihr euch einfach persönlich bei mir melden könntet, entweder per Mail oder per Instagram einfach schreiben, yo Julius, wir haben so eins und wir. Weil im Moment ist es so, dass es halt sehr teuer werden würde, wenn wir uns das leihen würden. Und da ist die Frage, ob nicht einer von euch jemand kennt, der das besitzt und dass wir dann quasi mit dem kooperieren könnten und das für einen bestimmten Preis, den wir ausmachen würden, ausleihen könnten für diese Produktion. Und dann jetzt nochmal an euch, ich möchte das Ganze ja möglichst zuschauertreu machen. Wollt ihr lieber irgendwas vor der Kamera, das heißt beim Fotografieren irgendwelche Tutorials beispielsweise, oder lieber das Ganze nachher, also in der Post-Production, das heißt zum Beispiel in Lightroom oder ich könnte auch mal DaVinci Resolve, wo ich meine Farben quasi drin bearbeite, machen. Und da wäre die Frage an euch, ob ihr da lieber was haben wollt wie beim Fotografieren, also In-Kamera-Einstellung oder eher, ja, wie soll man sagen, halt in der Nachbearbeitung. Dann könnt ihr jetzt mal, dann schiebt jetzt mal hier oben rechts in der Ecke ab dafür. Da sollte jetzt so ein kleines i bzw. eine Infokarte aufploppen und da einfach mal sicher abstimmen. Wäre cool, wenn jeder von euch abstimmen könnte, dann haben wir die besten Ergebnisse. Und Ergebnisse haben wir auch von der letzten Umfrage, um da mal eine frische Überleitung einzubringen. Und zwar habt ihr abgestimmt, dass ihr das Ganze vlogmäßig haben wollt. Das heißt, ich werde auf jeden Fall jemanden mir suchen, der, dem ich die Kamera in die Hand drücken werde und sagen werde, film einfach mal so viel du kannst. Und habe ich auch schon jemanden für gefunden. Und von daher wird das Ganze vlogmäßig kommen und ich denke, dass wir noch so eine Art Podcast zum Schluss der ganzen Reihe mal aufnehmen werden. Der wird ungefähr, ich tippe mal, auf eine Stunde oder sowas gehen, circa, wo Marion und ich uns mit eventuell ein, zwei weiteren Leuten noch, die hauptsächlich mit daran beteiligt waren, einfach mal zusammensetzen und das Ganze so ein bisschen Revue passieren lassen, was witzig war, was scheiße war, was cool gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist und unsere Erfahrungen damit einfach mal teilen und das so als Abschluss des Ganzen auf jeden Fall bringen. Das wird außerhalb, also der Podcast würde dann, wenn, außerhalb der regelmäßigen Upload-Zeiten von Donnerstags
um 14 Uhr erfolgen. Ich denke mal, dass das dann irgendwie so ein Wochenend-Special-Ding wird oder ähnliches. Das ist so das, was daraus resultiert. Dann war es das jetzt auch schon mit diesem Video. Es ist ein etwas kürzeres Video, aber es ist quasi so der erste Teil des ganzen Projekts, was wir angefangen haben. Ein bisschen was habt ihr ja letzte Woche schon gesehen mit dem Gimbal arbeiten. Das werden wir auf jeden Fall auch weiterführen. Also ich versuche das jetzt in regelmäßigen Abständen dafür eine eigene Playlist zu erstellen und dann immer wieder Videos davon hochzuladen. Aber natürlich auch noch andere Sachen. Zum Beispiel wollen wir am kommenden Freitag, also wenn ich nehme das Video halt ein bisschen eher auf, aber für euch morgen oder übermorgen, das steht noch nicht ganz fest, zum Beispiel auch die Düsseldorfer Fototage gehen. Da bietet Fotokoch die Möglichkeit an, verschiedene Fotoworkshops mitzumachen und eine gratis Sensorreinigung kriegt man und verschiedene Objektive kann man da auch mal testen. Da möchte ich auf jeden Fall unbedingt hin. Wer von euch auch da ist, können wir uns gerne mal treffen. Wir werden wahrscheinlich entweder Freitag oder Samstag da sein. In der Instagram-Story werde ich auch was darüber posten und berichten und auf jeden Fall kommt davon auch ein Vlog online. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat und ihr diese Reihe cool findet oder die feiert, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn ihr die nicht feiert, dann lasst auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben da. Oder wenn ihr alles scheiße findet, dann lasst von mir aus auch einen Daumen nach oben da. Aber das war's jetzt auch mit dem Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao! Das liegt daran, dass Sony-Objektive einfach sehr gut mit den Kameras zusammenarbeiten. Also, wenn eine Kamera... Nein, weil... abgeklärt. Jo. Jawohl, das haben wir abgeklärt. Das ist das 12 bis 24 mm F4 G Master. Nein. So, ne? Haben wir die besten Ergebnisse. Nee. Und dann würde ich sagen... Wenn ich was. Nee.